Ausschreitungen gestern Abend in Berlin-Neukölln. Die zweite Nacht in Folge, trotz des Verbots pro-palästinensischer Versammlungen. Immer wieder fliegen Steine, Flaschen, Pyrotechnik in Richtung Polizei. Die Demonstranten skandieren Free Palestine. Manche rufen auch zur Gewalt auf. Free Gaza! Intifada bis zum Tod! Durch Social Media lassen sich in kurzer Zeit große Menschenmengen mobilisieren, sagt Politikwissenschaftler Peter Neumann. Ich glaube, dieses Thema Palästina, so wie es interpretiert wird, hat innerhalb muslimischer Gruppen einen unglaublich hohen Mobilisierungsfaktor. Das, was wir jetzt in den letzten 24 Stunden gesehen haben, bestenfalls ja ein Vorgeschmack ist auf das, was uns bevorsteht. Neben den Radikalisierten aus der arabischen Community gehen auch andere Extremisten auf die Straße. Und die Stimmung ist deutlich angespannt, erklärt Islamwissenschaftlerin Lamia Kador im Morgenmagazin. Nicht nur aus Sicht von Jüdinnen und Juden ist das eine neue Dimension. Es ist auch für uns und unser innenpolitisches Geschehen definitiv eine neue Dimension. In der Qualität, in der Massivität, in der Stimmungslage, im Gesamtkontext geopolitisch ist das definitiv nochmal eine Zäsur. Und die nehmen Menschen hier ja auch wahr, gerade auch betroffene Jüdinnen und Juden. Ja, wenn Davidsterne wieder auf Haustüren geschmiert werden, dann erinnert das an sehr finstere Zeiten. Wie lässt sich eine weitere Eskalation auf unseren Straßen verhindern? Bildung und Prävention sind essentiell, sagen Antisemitismusforscher. Bei den meisten Leuten, die jetzt sich auch an diesen vermeintlich pro-palästinensischen Demonstrationen beteiligen, gibt es ein eklatantes Nichtwissen bzw. eine falsche Sichtweise auf den Konflikt, auf den langjährigen Konflikt Israels mit Teilen seiner Nachbarstaaten. Vor allem gibt es eine wirklich falsche Einschätzung, ein falsches Bild von Gruppierungen wie der Hamas oder auch dem islamischen Dschihad. Die Bundesregierung hat gemahnt, geltendes Recht schnell umzusetzen und Kriminelle zu bestrafen. Ja, wir blicken nochmal nach Berlin, ins politische Berlin, in den Bundestag. Da ist ja Sitzungswoche und es sollte heute um 9 Uhr eigentlich um Europa gehen. Dazu gab es eine Regierungserklärung des Kanzlers Philipp Menn in unserem Hauptstadtstudio Berlin. Inwiefern war denn aber auch das Thema Israel jetzt auch gerade nach deiner Ostreise von Olaf Scholz ein Thema? Ja, der Bundeskanzler hat hier heute Morgen in seiner Regierungserklärung seine Eindrücke von dieser Reise geschildert. Insbesondere sein Treffen, seine Begegnung mit Angehörigen der Hamas-Geiseln. Er sagte, das lasse ihn bis heute nicht los, diese Begegnung. Es habe ihn tief berührt. Er forderte die Freilassung der Geiseln ohne Bedingungen. Er sprach auch gleichzeitig nochmal eine Warnung in Richtung Iran aus, sich nicht weiter in diesen Konflikt einzumischen. Es drohe ein Flächenbrand. Ähnlich haben sich auch die anderen Fraktionschefinnen und Chefs der im Bundestag vertretenen Parteien geäußert. Solidarität mit Israel. Friedrich Merz, der Oppositionschef, bedankte sich beim Bundeskanzler und der Außenministerin für ihr Engagement und ihre Reisen in die Krisenregion. Wenn wir die Bilder eben von dem Beitrag noch mal so vor unserem Auge durchlaufen lassen, wie konkret wurde denn über die aktuelle Sicherheitslage gerade in Deutschland geblickt? Na, das war schon ein großes Thema auch in dieser Debatte. Der Bundeskanzler hat nochmals betont, dass man Versammlungen, in denen offen antisemitische Parolen gegrölt würden oder auch der Tod von Menschen bejubelt werde, nicht zulassen werde. Der Oppositionschef Friedrich Merz hat erklärt, die Polizei müsse da härter durchgreifen. Interessant war auch das, was Marco Buschmann, der Justizminister, heute Morgen gesagt hat. Nämlich, er ermunterte die Polizeibehörden, weniger deeskalierend bei solchen anti-israelischen Demonstrationen aufzutreten, sondern vielmehr Beweissicherungen zu unternehmen und auch Festnahmen, zum Beispiel Personalien, dann auch festzustellen, damit das Ganze Konsequenzen hat. Letztlich ist es aber mehr ein Appell, denn das fällt in die Zuständigkeit der Bundesländer und von deren Polizeibehörden, die aber zum Beispiel in Berlin gestern auch entsprechend reagiert haben. Es gab ja mehr als 160 Festnahmen hier gestern Abend. Live aus unserem Hauptstadtstudio Berlin, mein Kollege Philipp Menn.